Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute sind die Pipebomb von Paul Heyman, ein Update zur WrestleMania Card, das Ende von der dritten Staffel Total Divas und Randy Orton macht Negativschlagzeilen. Am Sonntag endete die dritte Staffel von Total Divas mit einem riesen Cliffhanger. Und wenn ich eins bei Serien nicht leiden kann, dann sind es Cliffhanger. Weil man dann einfach fucking lang warten muss, bis die Auflösung des Ganzen kommt. Also der Beginn der vierten Staffel Total Divas wird am 7. Juni erst sein. Das ist noch so lange hin, so lange kann ich nicht warten. Ich will wissen, wie das weitergeht. Was sagst du zum Staffelfinale? Hast du es geguckt? Guckst du überhaupt Total Divas oder geht dir der ganze Scheiß am Arsch vorbei? Für die Andre the Giant Memorial Battle Royale bei WrestleMania gibt es jetzt drei weitere Teilnehmer, und zwar Eric Rowan, Sin Cara und Damien Mizdow. Das hat also wahrscheinlich zur Folge, dass das Match Miz gegen Mizdow nicht zustande kommt, beziehungsweise nicht bei WrestleMania. Das heißt, es wäre also Platz für das andere Match, was ja da in Planung war, und zwar Stardust gegen Goldust. Aber Stardust wurde jetzt auch offiziell für das Intercontinental Ladder Match bestätigt. Also wird es schon mal nicht zu einem dieser beiden, ich sag mal, Undercard Matches kommen. Dann ist natürlich die Frage, was gibt es denn sonst noch für Matches? Denn die bestätigten Matches, die sind schon ganz schön krass. Obwohl wir gleich bei bestätigten Matches und eben ja auch bei Diven waren, es wurde jetzt auch bestätigt, es wird das Divas Tag Team Match geben zwischen AJ Lee und Paige gegen die Bella Twins. Das heißt, der Titel von Nikki Bella steht nicht auf dem Spiel. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, denn es ist WrestleMania und ich finde, da sollten die Titel schon mal auf dem Spiel stehen. Aber wenigstens wird der WWE-Titel verteidigt, denn das ist ja neuerdings auch nicht immer. Und bei der letzten Raw-Ausgabe wurden zwei weitere Matches bestätigt. Und zwar Bray Wyatt gegen Undertaker. Das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das ist einfach schon klar gewesen, dass es zu diesem Match kommt. Und auch Rusev gegen John Cena. Und hier muss man sagen, Cena hat einfach mal wieder eine ganz alte Seite von sich bei der letzten Raw-Ausgabe gezeigt. Als er nämlich in die WWE kam, war das so ein bisschen die Ruthless Aggression-Ära. Und im Prinzip war der John Cena, den wir am Montag bei Raw gesehen haben, genau der aus der Ruthless Aggression-Ära. Ich habe so spaßeshalber gedacht, endlich das Comeback von John Cena nach 10 Jahren. Ich finde das aber eigentlich ganz geil, denn Cena hat schon so ein bisschen aggressive Art in sich, die er einfach auch nutzen kann. Wenn man einfach mal dieses ganze Superman-Gehabere mal rausnimmt, dann kommt da echt ein guter Superstar bei raus. Und das hat man auch an den Reaktionen der Crowd deutlich gehört. Das ist echt eine Schiene, auf die sollte man nicht verzichten. Außerdem bei Raw bekannt gegeben wurde ein weiterer Platz für die diesjährige Hall of Fame. Und zwar gibt es jetzt in dieser Hall of Fame eine neue Sektion, die nennt sich Warrior Award. Benannt natürlich nach dem Ultimate Warrior, der ja letztes Jahr leider verstorben ist. Und der erste, der diesen Award verliehen bekommt, ist Conor. Conor war der krebskranke Junge, der im letzten Jahr um WrestleMania ziemlich viel Backstage und mit den Superstars abhängen durfte. Und die auch ziemlich mit seiner Geschichte und auch mit seinem ganzen Auftreten und mit seinem Umgang mit dieser Krankheit, die er hatte, halt ziemlich berührt hat. Es gibt auch ein sehr emotionales Video. Ich kann euch das Ding ja mal in die Infobox packen, das ist echt zum Heulen. Da ihr das ja immer gut findet, wenn ich neben der WWE noch über andere Ligen spreche, werde ich es heute mal tun. Und zwar hat Matt Hardy, der ehemalige WWE-Superstar, womit wir wieder bei WWE sind, bei TNA jetzt Fulltime unterschrieben. Das heißt, er hat seinen Vertrag, den er da hatte, nicht nur verlängert, sondern auch auf Vollzeit ausgedehnt, so dass er jetzt vollwertiger Bestandteil des TNA-Rosters ist. Und da Jeff Hardy ja da auch schon ist, macht das natürlich echt Sinn. Und für die vielen Leute, die mir immer Nachrichten schreiben, was mit Jeff Hardy ist, Jeff Hardy ist bei TNA und wahrscheinlich durch die Neuverpflichtung von Matt Hardy wird das wahrscheinlich auch eine ganze Weile noch so bleiben. Also guckt TNA, wenn ihr ihn zu sehr vermisst. Denn Jeff Hardy ist der meist nachgefragteste Superstar von euch in meinen Kommentaren und in Nachrichten. Und ja, es ist halt so, der ist bei TNA. Des Weiteren gab es jetzt zum ersten Mal seit langem einen Blick auf Rey Mysterio. Dieser ist nämlich bei der Indie-Show House of Hardcore aufgetreten und hat sich dort mit Eric Young und Ethan Carter III angelegt.
Das Ganze soll jetzt natürlich keine mögliche Spekulationsbasis sein, dass ihr jetzt glaubt, dass er zu TNA geht. Bei dieser Show waren einfach viele TNA-Superstars mit gebucht, aber auch viele aus den sämtlichen anderen Indie-Ligen. Also keine Sorge da, das ist überhaupt nicht. Denn wie wir wissen, hat Rey Mysterio ja bei AAA unterschrieben. Und nochmal zurück zu Raw, denn dort gab es natürlich wieder ein überragendes Segment mit Paul Heyman. Diesmal war übrigens auch Brock Lesnar mal wieder da, hat also wieder ein paar tausend Dollar abgeräumt für das bloße Dastehen. Aber gut, Paul Heyman, überragende Leistung am Mic. Das Ganze in Form von einer sogenannten Pipebomb, die ja damals von CM Punk eingeführt wurde. Hat jemand CM Punk gesagt? Hat er darüber gesprochen, wie Brock Lesnar einfach so krass alles dominiert, was im Moment geht. Und er nach WrestleMania mit dem WWE-Titel, den er natürlich bei WrestleMania gegen Roman Reigns verteidigt hat, zur UFC geht, sich den UFC-Titel holt, diese beiden Titel verschmelzt. So geile Promo, einfach nur große Klasse. Falls ihr das nicht gesehen habt, das gibt's bestimmt irgendwo auf YouTube nochmal. Guckt euch das mal an, weil das ist wirklich, so ist eine Promo, so kann man die richtig geil aufziehen. Und alle Internetfans freuen sich natürlich wieder, weil Paul Heyman ist einfach nur so krass, was der da zur Zeit macht. Und die ganzen Mikrofonausfälle, die dann immer bei diesen Pipebombs sind, ich weiß nicht, das ist mir ein zu großer Zufall, denn damals, als CM Punk seine Pipebomb gezündet hat, ist das Mikrofon auch ausgefallen bzw. ausgemacht worden. Und somit finde ich das auch wieder cool, weil ja denn dieser Effekt schon mit der ganzen Situation von damals spielt, finde ich einfach nur geil. Und jetzt zu Randy Orton. Dieser ist ja nicht nur vor einiger Zeit zurückgekehrt, sondern hat sich auch wieder so ein bisschen mit der Authority und Seth Rollins angefreundet, wo natürlich die Frage war, was ist denn jetzt los? Das Ganze hat sich natürlich jetzt bei der Raw-Ausgabe aufgelöst und dort gab es eine Szene, in der Randy Orton etwas gemacht hat, was man nicht darf, so blöd es klingt. Denn wie ihr wisst, ist das Programm der WWE im Moment PG gerated. Das heißt in Amerika im Prinzip so wie hier die USK sagt, ja der Film sowieso ist ab 16 oder sowas. Und so gibt es halt diese verschiedenen Ratings dort drüben und da heißt halt PG, dass man als Kind zum Beispiel auch zusehen kann, wenn die Eltern dabei sind und so weiter. Und in Form dieses PG-Gedanken darf man zum Beispiel nicht das hier machen und genau das hat Randy Orton getan. Und danach ist das Internet wieder so krass explodiert, weil einfach wieder was passiert ist, was nicht passieren darf. Ich bin da echt gespannt, ob Randy Orton da jetzt noch irgendwelche Strafen für kriegt. Denn Vince sieht sowas überhaupt nicht gerne. Trotzdem ist das Internet wieder abgegangen und das ist ja einfach auch wieder promotechnisch eine sehr gute Möglichkeit, um die Fehde oder um das Ganze von Randy Orton, was er da noch danach gemacht hat, ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern, was er da noch gemacht hat, halt dementsprechend auch zu hypen und dann in Richtung WrestleMania zu ziehen, ist natürlich nicht blöd. So Freunde, dann war's das. Falls du mich unterstützen willst, gibt's in meiner Infobox einen Link zu meiner Patreon-Seite. Außerdem natürlich Adblock aus und Dankeschön für jeden Daumen nach oben. Hier drüben kannst du jetzt noch meinen Kanal kostenlos abonnieren. Darunter gibt's alle Social-Media-Links, die größte Online-Wrestling-Liga. Unter mir gibt's zwei weitere Videos, das sind wahrscheinlich die letzten beiden WWE-News-Ausgaben. Und ja, Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Alle Links sind auch nochmal in der Infobox. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.